Jetzt bin ich mal gespannt hier auf Leon Mascher Payback, meine Freunde. Gucken wir mal ganz kurz, was uns hier erwartet. Leon Mascher mit einer weiteren Runde Payback gegen, Mimi mit einer weiteren Runde Payback gegen Leon Mascher. Stell dich mal vor, es wäre andersrum. Holy shit. Stellt euch mal vor, Leon Mascher wäre in der Lage, so ein Video zu machen. Unmöglich. Nein. YouTuber Trinkfestprank geht schief. Okay, in Leons Halloween Lifehack Video wurde neben den ganz tollen Lifehacks am Ende noch ein scheinbar sehr ernstes Thema angesprochen. Wenn ihr wollt, dass morgen ein spezielles Video online kommt, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hochladen werde, weil das war echt eine meiner schlimmsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben oder auch in meiner Karriere. Locke ist beim... In seinem Leben oder auch seiner Karriere, weil sein Leben ist nicht seine Karriere, da grenzt er ganz klar ab. Prank fast gestorben. Und das ist kein Spaß. Locke ist fast gestorben beim Prank. Und ich weiß nicht, ob auf YouTube so ein Video was zu suchen hat, deswegen weiß ich nicht, ob ich das hochladen werde. Schreibt es mal in die Kommentare, soll ich das hochladen mit einer Real-Life-Story am nächsten Tag oder so. Schreibt das mal in die Kommentare, ich weiß es wirklich nicht. Locke ist fast gestorben und das war echt einer meiner schlimmsten Momente in meinem ganzen Leben. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Immerhin ging es um einen guten Freund, deswegen. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns morgen. Dieses dramatische Erlebnis erwähnt er auch in dem Meine neue Freundin-Video. Locke Prank auf jeden Fall. Ich habe schon ein Video mit Locke vorgedreht und es ist so dermaßen daneben gegangen. Es ist komplett daneben gegangen. Und das, was da passiert, ist mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert. Krass, also nutzt er jetzt quasi, ja, Leon Mascher täuscht Lebensgefahr vor für Klicks. Also nutzt er jetzt quasi aus, dass Leute auf diese Lebensgefahr-Bait-Geschichte reinfallen und streut das so und baut so einen künstlichen Hype in verschiedenen Videos auf. Da kann ich mir nur kurz eine Notiz machen. Ich schreibe mir das mal ganz kurz hier auf. Dummer Hurensohn. So, habe ich mir notiert. Ich habe echt überlegt, ganz kurz, mit all die Scheiß aufzuhören, weil das ist mir so nah gegangen, ne? Besser wäre es gewesen. Ich kann darüber nicht reden, weil das Video die Tage online kommen wird, weil sonst verrate ich zu viel. Das ist auf jeden Fall übertrieben. Schlimmste Story mein ganzes Leben. Also wenn Leon das mehrmals so krass antießt und nach dem Locke-Video auch noch ein Real-Talk-Video drüber macht, wie wahnsinnig dramatisch das war. Muss und Leon im Locke-Video selber auch nochmal einen Vortrag über dieses traumatische Erlebnis hält, dann muss das ja das übelst heftige Ding gewesen sein. YouTuber ertrinkt fast. Hey, ist Locke YouTuber oder habe ich da irgendwas verpasst? Kuss Schokobo für den 13. Monat in Folge. Schließlich ging es ja um Leben und Tod eines Freundes. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Locke werden wir heute natürlich pranken. Wir gehen gleich Tretboot fahren. Und ich werde Locke gleich sagen, Locke, gib mal dein iPhone. Ich will ein paar Selfies machen. Weil mein Akku ist leer oder sonst was, ne? Mega, mega clever, mega clever. Und weil Locke so ein Handy hat, eine schwarze Kappe und mit einem weißen iPhone. Guck mal, das sieht echt aus. Ich habe das aber raufgemalt. Okay, vom Nahen sieht es ein bisschen anders aus. Drinne. Fucking brr. Wer kauft das ab? Das ist ja kein Handy. Das ist ja einfach ein Stück Papier. Leon. Leon. Moment, ich mache mir eine weitere Notiz. Dummer Hurensohn hält uns auch alle für dumm. Auch notiert. Junge, what the fuck? Hier ist weißes Papier. Ich werde mit Dennis mich rangeln. Und wir haben natürlich Lockes Handy in der Hand. Und ich werde es aus Versehen reinschweißen. Man hätte sich einfach für 20 oder für 10 Euro ein iPhone-Dummy kaufen können, Alter. Oh, Junge, wie kann man so wenig Mühe in irgendwas reinstecken, Alter, Digga? Da hat wirklich dein Vater noch weniger Mühe in deine Mutter reingesteckt. Upsi. Ja, geiler Scheiß, Leon. Wir schauen uns das Handy mal genauer an. Sag mal, hast du da ein Stück Papier in die Schutzhülle reingelegt und mit Kugelschreiber draufgekritzelt? Boah, das sieht ja richtig echt aus. Digga, du hast nicht mal richtig ausgemalt. Aber vielleicht ist ja die Vorderseite besser. Warte mal, was soll überhaupt das Scheiß... Alter, das ist peinlich. Das ist einfach nur unglaublich peinlich, Leute. Das Papier? Ach so, weil das Display kaputt ist. Du nimmst ein knittriges Papier, schneidest das nicht mal richtig zu und klebst das mit viel zu viel Klebeband als Handy fest, sodass man das Klebeband von vorne und von hinten sehen kann. Und das kaputte Display sieht man trotzdem noch. Ey, wie stolz du diesen Haufen Scheiße auch noch präsentieren kannst, Trick. Es ist so dumm, es ist so dumm einfach. Er denkt ja wirklich, dass das jemand abkauft. Es ist einfach nur unglaublich, unfassbar und dermaßen peinlich, Alter. Nochmal, so jemand hat irgendwann Kinder und die Kinder schauen sich das an und denken sich, nee, da bin ich raus. Triggert mich hier am meisten. Aber gut, mal gucken, was du damit machst. Lass mal ganz kurz ein paar Bilder machen. Lass mal hier Wer ist er eigentlich und wo kommt der her, dieser arme Mann, der von Leon die ganze Zeit da ausgenommen wird? Wer ist das? Wer ist Locke? Aber ich soll wirklich mal langsam. Sorry wegen dem Wind. Ich
Okay, entweder Locke wusste Bescheid oder Locke ist wirklich der dümmste Mensch der Welt, Alter. Da ist ein Boot neben denen und der gibt das Handy, während der genau dahin guckt. Weiter! Alter! Das ist das... Er fragt natürlich auch nicht, Moment mal, wo ist mein Handy? Max, der Krasse, hier mit 10 Gifted Subs für meine Community. Max, das ist für dich, Max. Ich bedanke mich wirklich. Danke, Max. Danke. Oh mein Gott, ist das dramatisch, Leute. Ist das dramatisch. Er hat es einfach weggeworfen. Man sieht, wie er es wegwirft. Das macht ja kein Mensch, der da hinterher springt. Max, der Krasse. Nochmal 10 Gifted Subs. Sag mal, Malaka. Spinnst du komplett, Max? Du bist wunderbar. Dankeschön. Ne, sehr gut. Dankeschön, Max, Alter. Vielen, vielen Dank. Krass. Nochmal. Nochmal jetzt hier 10 Gifted Subs. Dankeschön, Max, an der Stelle. Das ist nett. Danke, danke, danke. Kuss, danke. Okay, machen wir hier mal kurz Stopp und gucken uns das genauer an. Leon leiht sich Lockes Handy aus. Sein Fake-Handy ist in dem Moment in der linken Hand und nach dem Schnitt ist es irgendwie weg. Mhm. Nochmal langsam. Hey, das heißt gar nichts, Mimi. Dann macht Leon eben Fotos mit Lockes Handy und bevor er sich wieder hinsetzt, holt er sich das Fake-Handy von da? Das lag bei Locke. Gibt ja mal gar keinen Sinn. Nochmal zurück. Hier ist das echte Telefon. Hier ist das Fake-Telefon, was sich aus unerklärlichen Gründen auf Lockes Seite befindet mit der absolut fragwürdigen Papierseite nach oben. Ja, aber Locke sieht das ja nicht, weil Locke der... ich habe keine Erklärung dafür, Alter. Das ist einfach nur noch peinlich, Mann. Es ist einfach nur noch unnötig peinlich. Und Locke guckt das Ding sogar noch an und denkt, dass es sein Handy ist. Aber okay, sagen wir mal, dass ihm das knitterige Papier, das Klebeband, das demolierte Display und die Handyübergabe nicht aufgefallen ist. Was passiert da eigentlich danach? Ja, Leon und Dennis kämpfen irgendwie komplett awkward gegeneinander und Leon... Aber auch aus welchem Grund kämpfen die? Aus welchem Grund kämpfen die? Es gab ja nicht mal eine Provokation. Die haben ja einfach angefangen zu kämpfen. Das macht ja... Locke ist schwer dement, Alter. Locke hat einfach vergessen, wo er gerade ist. Locke ist einfach auf diesem Boot gespawnt. Willst du mehr Subs? Max, der Krasse. Frag mich bitte sowas nicht, sonst sage ich ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Steel, für deine Gifted Subs, Malaka. Du bist, glaube ich, gerade... Alter, du bist schon mit 87 Gifted Subs diesen Monat. Bist du auf jeden Fall ziemlich stark dabei. Dickes Dankeschön an dich an der Stelle. Locke ist einfach schwer dement. Der hat sein Minecraft-Bett auf diesem Boot aufgestellt und ist da einfach aufgewacht. Und der weiß gar nicht, was los ist. Leon wirft das Fake-Handy ins Wasser. Aber ob gestellt oder nicht gestellt, er war ja wirklich im Wasser. Das war doch bestimmt voll gefährlich. Naja, in welchem Gewässer waren die eigentlich? Die waren ja nicht in irgendeinem reißenden Flussstrom oder so. Sondern die waren in der sogenannten Außenalster neben dem Tretbootverleih. Im Hintergrund sieht man auch diese Brücke hier. Hier. Max, der Krasse. Nochmal 5 gibt es Subs hier an die Community. Malaka. Dankeschön. Danke. Danke, Max. Danke. Die Alster ist zwar ein Fluss, aber die bewegt sich so scheiße wenig, dass man die Außenalster auch Alstersee nennt, obwohl es kein See ist. Die kann sich auch gar nicht krass bewegen, weil das eine riesige Ansammlung von Wasser ist, die nur durch verhältnismäßig kleine Kanäle mit der Elbe verbunden ist. Das Ganze ist ein absoluter Witz, aber um Drama zu kreieren und zu steigern, wird dramatische Musik eingefügt. Es gibt Kamerazooms und das Windrauschen. Wie tief ist das Gewässer? Wie tief ist das da? Also ich meine, da wo Tretboote fahren, da könnt ihr euch sicher sein, dass das Gewässer A nicht so tief ist, weil mit Tretbooten meistens Kinder fahren. Und B, wie Mimi gerade hier schon sagte, die Strömung nicht so krass sein wird. Das ist halt wirklich
Eine extrem unangenehme Geschichte hier gerade, ne? Jetzt kommt unser Held! Leon Mascher schreitet zur Tat! Leon fucking Mascher rettet Locke! Leon Mascher sollte mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Ein Held, wie er im Buche steht. Segler, nicht auch noch reinspringen. Das Windrauschen war zwar vorher schon da, aber da wurde es einfach weggemutet. Da gab es stattdessen idyllische Urlaubsmusik, eine wärmere Farbkorrektur und Hipster-Transition-Filter, die Leon noch nie in seinen Drecksvideos verwendet hat, nur um das dann im Kontrast so aussehen zu lassen, als ob hier auf einmal die Welt untergeht. Wer ist Locke? Kann mich jemand... Wer ist Locke, Mann? Bis zu 4,5 Meter, Brudi. Kampfkunstleister, was geht? Still ist da ja keine Strömung. Also ja, man kann auch in der Pfütze ertrinken. Aber das ist ja komplettes kranker Fake-Shit. Wer ist das, Mann? Wer ist denn das, Alter? Der arme Mann. Okay, Leute, wir muten jetzt einfach mal den Drama-Part, korrigieren die Farbe. Max, der Krasse sagt, ich bin reich, Alter. Er sagt's. Farbe bisschen, packen die scheiß Urlaubsmusik vom Anfang drauf und machen die Hipster-Transitions rein. Ist hier einfach Urlaub. Ist hier einfach Urlaub. Flash am Café, danke für eure Stops. Ey, voll geiler Vlog, Mann. Guck mal, krass. Wie viel Spaß Locke auf einmal im Wasser hat. Okay, jetzt andersrum. Wir nehmen die Soundfile vom Drama-Part. Geil, geile Idee. Und legen die an den Anfang des Videos. Die Hipster-Transitions kann ich zwar nicht entfernen, aber ich ändere ein bisschen die Farbe und mache überflüssige Zooms rein. Allein Lockes Augen, Alter. Alter, ich krieg direkt Angstzustände, obwohl die nur Tradeboot fahren. Jedenfalls sieht man den Rest des Videos ganze Zeit nur, wie sie Locke aus dem Wasser holen. Und ganz am Ende sagt Leon nochmal, dass es um Leben und Tod eines Freundes ging. So, Freunde, ihr habt das Video gesehen, das war mega krass. Ich glaube, ich mache morgen einfach nochmal ein Real Talk Video darüber, damit ich ins Detail gehe, damit ihr das versteht, was da passiert. Es ist wichtig, nochmal nach dem Prank nochmal ein Real Talk Video zu machen, um nochmal zu erklären, dass eigentlich keine Gefahrsituation bestand. Ey, wie kann ein Mensch wirklich so wenig Würde und Anstand vor sich selber und seiner Community haben? Das verstehe ich nicht. Der bringt das ja raus in dem Wissen, dass der wirklich alles, also wirklich von vorne bis hinten, alles erstunken und erlogen ist. Und der release das trotzdem in dem Gewissen, dass er wirklich alle Leute, die sich das anschauen, einfach verarscht. Und da ist für mich auch dieses von wegen Unterhaltung oder Prank, also es gibt ja eine Grenze so. Das ist einfach nur noch Fake-Shit. Das kann ich auch nicht mehr als Unterhaltungskontent abstempeln. Das ist wirklich einfach nur unglaublich unangenehm und peinlich für dich selber, Leon Mascher. Das ist nicht für die Leute, die das anschauen, peinlich. Das ist auch nicht peinlich für die 82.000 Leute, die da Like drauf gegeben haben, weil die wurden sicherlich unterhalten. Sondern, was du nicht fragen solltest, mein Homeboy, ist, wie du wirklich bei so einem Content und bei so einem Bullshit aufstehen kannst und sagen kannst, so, ich make das Fake-Ding jetzt noch weiter bis zum Umfallen. Das verstehe ich nicht, Alter. Das verstehe ich nicht. Das ist einfach nur unglaublich ekelhaft und ich finde es sehr schade, dass sich sowas durchgesetzt hat. Ich finde es krank belastend, Leute, dass es sowas auf YouTube Deutschland gibt. Und dass sowas leider so viel polarisiert hat und so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und man muss sich mal vorstellen, das ist ja wirklich der Mindest-Content. Das ist ja, da steckt ja zero Aufwand, zero Planung, zero Qualität, nichts dahinter. Und trotzdem funktioniert das. Und das ist echt scheiße. Das ist wirklich, wirklich scheiße, Mann. Was für ein Bullshit, Alter. Was für ein Bullshit. Und dann auch noch aufstehen zu können, dabei in den Spiegel schauen zu können, könnte ich nicht. Könnte ich wirklich nicht. Würde mir einfach nur wehtun. Ich würde lieber Überraschungseier auspacken und über die Spielzeuge reden, als so einen Müll rauszupacken. Ehrlich, also Digga, Brudi, das ganze Ding ist, YouTube-Ding ist nur noch ein Job. Money-Maschine leider. Ja, aber es gibt halt Leute, die machen das kreativ und haben einen gewissen Qualitätsstandard. Und dann gibt es deutsche Leute, die wirklich einen Scheiß drauf geben. Die einfach einen
Scheiß drauf geben. Und das ist einfach nur schmerzhaft, Mann. Ist einfach nur schmerzhaft. Passiert ist und was ich überhaupt machen wollte auch in dem Moment. Der Prank war mir auf jeden Fall eine Lehre. Ich habe sowas noch nie mein ganzes Leben erlebt. Was hast du noch nie in deinem Leben erlebt? Ein Fake-Prank? Natürlich hast du das schon mal erlebt. Dein ganzer Kanal besteht daraus. Dass jemand echt fast draufgegangen ist. Sagt der, der gerade eine Reaction macht. Ja, aber ich darf mich doch öffentlich darüber brüskieren, Alter. Das ist doch vollkommen fein. Ich weiß, dass Reactions auch kein anspruchsvoller Content sind, aber wenigstens lüge ich die Leute nicht an. Wenn sich hier jemand bei dieser Reaction unterhalten fühlt, dann ist das vollkommen fein. Ja, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich hingehe und Leute bewusst anlege, Alter. Anlüge. Gute Audioqualität an der Stelle für ihn. Ach, das ist Müll. Das ist straight up Müll, Alter. Der gibt sich keine Mühe mit gar nichts, Mann. Mit nichts. Vor allem einer meiner guten Freunde, ey. Auf jeden Fall, Freunde, morgen hau ich nochmal das Real Talk Video da. Ja, bitte. Noch ein Real Talk Video, noch ein Statement Video und dann. Du bist der Realste, der Mascher. Schaut dann, Pushat, Tom, Carina, ihr wisst Bescheid. Ihr müsst euch das bitte bis zum Ende angucken, damit ihr versteht einfach, was da los war. Okay, cool, dann sag mal, was da los war. Also, Freunde, wie ihr im gestrigen Video gesehen habt, die meisten wissen... Digga, Max, danke für deine 2000 Bits. Olli, Kochi, danke schön für die Subs. Kuss. Was passiert ist, Locke ist fast in der Allzeit ertrunken und ja, beim Prank. Locke dachte, sein Handy ist echt ins Wasser reingefallen. Dann kam das, womit gar keiner gerechnet hat. Wirklich keiner, der ist ins Wasser gesprungen. Mann, ich kann gar nicht anfangen, ich kann gar nicht aufhören, mich darüber aufzuregen. 10.000 Punkte nehme ich gerade daran ankotzen, ich weiß es nicht, Mann. War von unserer Seite gar nicht geplant, dass er ins Wasser fällt. Natürlich war das von deiner Seite geplant, weil das ganze Video so strukturiert gewesen ist. Aber er ist ins Wasser gesprungen, er dachte, sein Handy fällt echt rein, womit ich niemals gerechnet hätte. Wenn das jetzt real gewesen wäre, dann ist das eine nachvollziehbare Reaktion gewesen, Alter. Weißt du, was ich meine? Dann ist das eine nachvollziehbare... Digga, meine GoPro ist im Atlantik, als ich vom Jetski gefallen bin, ins Wasser gefallen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist hinterher zu springen. Das ist ein Wertgegenstand und auch ein emotionaler Gegenstand, weil da sind emotionale Erinnerungen drauf gespeichert, auf dem Handy und auf einer Kamera. Da springt man hinterher, aber man geht ja nicht direkt unter. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, wenn es jetzt real gewesen wäre, wäre es 100% deine Schuld gewesen, Leon Mascher, wenn Locke etwas zugestoßen wäre. Es wäre deine Schuld gewesen, wenn diesem armen Mann was zugestoßen wäre. Wir waren alle mega unter Schock. Ich habe nur gesehen, dass Locke geschrien hat, Hilfe, Hilfe, weil ich so krass unter Schock war, habe ich das erstmal nach ein paar Sekunden realisiert, dass er echt Hilfe braucht. Er braucht Hilfe, ja. Ich muss ihn da jetzt rausholen, weil wenn ich ihn da jetzt nicht raushole, wird er ertrinken. Als ob, der ist doch geschwommen. Der ist ja auch geschwommen. Ah, also ihr standet alle mega unter Schock. Warum hört man euch dann lachen? Lass los. Oh, Schiefe. Oh, Schiefe. Und eure Mimik sieht auch alles andere als geschockt aus. Das sind einfach vier Leute, die diesem armen Kerl, irgendeinem Kerl, der 50 Euro für diesen Dreh bekommen hat, dabei zuschauen, wie er da untergeht. Das ist einfach die perfideste Art und Weise. Ich will wirklich wissen, wer dieser Locke ist. Wenn das wirklich... Und das meine ich jetzt, das mag jetzt eine krasse Aussage sein, aber wenn das wirklich ein Obdachloser ist, den Leon Mascher für seine Videos mit einem geringsten Lohn abspeist, dass der da seine Würde verliert, Alter, dann ist das für mich wirklich die Kirche auf der Sahnehaube, Alter. Wirklich, dann ist für mich die Kirche, SCH, tut mir leid, die Kirche auf der Sahnehaube. Dann ist das für mich das Widerwärtigste, was man machen kann, wenn der ihm jetzt da die Hälfte der Videoeinnahmen gegeben hätte, Alter, dann ist das moralisch immer noch super verwerflich, Alter. Aber, Digga, das ist... Ich will wissen, wer das ist und wie es dem geht, Mann. Ich will wissen... Ey, allein die Vorstellung, dass der sich irgendwem von der Straße gegammelt hat, Alter, und dann für einen Zehner maybe da abzieht, Alter, ist so respektlos widerlich, Mann. Leon lügt mal wieder, obwohl man im Video genau sehen kann, dass es nicht stimmt, was er sagt. Mensch, sieht ja richtig krass nach Schock aus und... Ja. Bestimmt habt ihr auch wegen des Schocks die Kamera draufgehalten und gefilmt. Und das, obwohl die Leute, die von außen... Locke ist Leons Vater. Glaube ich nicht. Bullshit. ...wirklich zu Hilfe kamen, gesagt haben, lass mit dem Foto, heb den mal an Land jetzt hier. Lass mal mit dem Foto, heb den mal an Land jetzt hier. Und plötzlich kommen dann da die Segler, die ihm halt wirklich helfen. Die halt wirklich Sorgen hatten, dass was die diese asozialen halten, einfach weiter drauf, Mann. Und ihr habt trotzdem bis ans Ende weiter gefilmt. Er braucht Hilfe, ich muss ihn da jetzt rausholen. Boah, ist das ekelhaft, Alter. Ist das ekelhaft, Mann. Weil wenn ich ihn da jetzt nicht raushole, wird er ertrinken. Ja genau, du Held. Wenn du ihn nicht rausholst, wird er ertrinken. Deswegen hast du ihm erstmal überflüssige Fragen gestellt. Ich bin reingesprungen, Digga. Hinten. Du springst doch rein, Digga.
Aber nochmal zurück zu der Situation. Max, Digga, danke nochmal für deine 1000 Bits Kuss. Situation, als Locke ins Wasser gesprungen ist. Riesiges Dankeschön. Ich dachte, es war okay, jetzt schwimmt er zurück, aber der ist einfach so weggetrieben. Von einer auf die andere Sekunde war der auf einmal 10 Meter weg. Und dann wieder. Bullshit. Der war keine 10 Meter weg, da ist keine Strömung, Alter. Der ist weggeschwommen. Und ihr seid mit dem Boot wahrscheinlich weggefahren. Und dann wieder ein paar Meter. Das ging richtig schnell. Der wurde von der Strömung weggezogen. Von einer Sekunde auf die andere 10 Meter weiter. Ich weiß, dass es nur mal so dahergesagt ist, aber ich will trotzdem mal hervorheben, wie hart der hier gerade übertreibt. Guckt euch mal diese Speedfische hier an. 50 minutes freestyle, the fastest human beings in water, and here they go. And it really is very difficult to call at the moment. Very high arm action from Fred Vasquez in front. Nach Leons Aussage bewegt sich Locke mehr als viermal so schnell wie die schnellsten Schwimmer der Welt. Ja, aber Locke ist halt auch der schnellste Schwimmer der Welt, das weiß halt niemand. Das wäre also mehr als diese Geschwindigkeit hier. Ja, danach sieht's auch aus. Und er wiegt ja auch noch über 100 Kilo. Das Ganze hat ihn so krass runtergezogen, die Bro, man floatet generell erstmal als Mensch. Man geht ja nicht einfach unter, wenn man kein Wasser schluckt und noch Luft in der Lunge. Strömung und all das. Leon, das Gewicht hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man schneller sinkt oder nicht. Ob etwas im Wasser schwebt, schwimmt oder sinkt, ist abhängig vom Verhältnis zwischen der Auftriebskraft und der Schwerkraft. Wie kann man unglaublich... Wie... Das ist doch das... Schwerlaut, der Gedanke schon wieder ein Zap. Wie kann man so dermaßen hohl sein, Alter? Wie geht denn das? Es gibt drei Fälle. Die Auftriebskraft ist gleich groß wie die Schwerkraft, dann schwebt der Körper im Wasser, also bleibt auf gleicher Höhe. Wenn die Auftriebskraft höher ist als die Schwerkraft, dann steigt der Körper nach oben. Und wenn die Auftriebskraft kleiner ist als die Schwerkraft, dann sinkt der Körper nach unten. Aufgesplittet heißt das, die Dichte des Wassers mal das Volumen des verdrängten Wassers mal der Fallbeschleunigung steht im Verhältnis zu der Dichte des Körpers mal das Volumen des Körpers mal der Fallbeschleunigung. Die Fallbeschleunigung kann man wegkürzen. Heißt, das Ganze ist nur noch abhängig von der Dichte und vom Volumen. Außer der Körper ist komplett im Wasser, dann ist das Volumen des verdrängten Wassers gleich das Volumen des Körpers. Dann relativ logische Sache. Kann man das auch noch wegkürzen und am Ende ist nur noch die Dichte entscheidend. Ein Stück Fett wird im Wasser immer oben schwimmen, egal ob es ein Gramm wiegt oder... Locker eine Tonne. Das meine ich nämlich. Wenn das am Gewicht liegen würde, würdet ihr mit dem Boot schneller untergehen als Locke alleine. Nein, ist nicht so, hör auf! Leo Mascher ist der Sohn von Einstein. Do you even Archimedes, bro? Ich meinte zu den Jungs, fahrt mal hinterher, weil die Strömung war richtig krass. Wir haben Locke einfach nicht bekommen. Der war da und hat um Hilfe gerufen. Und dann sind die Jungs hinterhergefahren. Ihr seid nicht hinterhergefahren, ihr wart auf der Stelle. Und haben ihn gerade noch so zum Glück bekommen. Und dann ist er irgendwie trotzdem weggetrieben. Der musste sich richtig festhalten. Und das Ding ist, es war todernst. Ich habe an seinem Gesicht gesehen, dass er einfach keine Energie mehr hat. Ich habe gemerkt, wenn das noch 1, 2, 3 Minuten weitergeht. 1, 2, 3 Minuten. Hättet ihr den wirklich noch 1, 2, 3 Minuten da schwimmen lassen, Alter? Was seid ihr für Menschen, Alter? Was seid ihr für Leute? Ich schreibe mir das nochmal ganz kurz hier auf. Leon Mascher nimmt Obdachlose für eigenen Profit auf. Fazit. So, auch notiert. Weitermachen. Dass es fast keine Strömungen in der Alster gibt, habe ich vorhin schon erwähnt. Aber das Ganze ist noch viel, viel dümmer. Denn was Leon hier ignoriert ist, dass das Tretboot ja auch von der angeblichen Strömung betroffen sein müsste. Das ist wie, wenn die in einem fahrenden Zug sitzen würden, da würde Locke ohne sich selber zu bewegen auch nicht in einer Sekunde 10 Meter weiter sein als die anderen. Denn die... Doch, Locke schwimmt schnell, lass es jetzt. Die anderen sind doch auch in dem fahrenden Zug, beziehungsweise in der Strömung. Leon lügt hier wieder mal und outet sich ja nebenbei schon wieder als Vollidiot. Aber jetzt wird's richtig ekelhaft. Wir sehen ja, dass Locke nicht still ist, sondern Richtung Tretboot schwimmt. Aber die Distanz trotzdem größer wird. Heißt das vielleicht, dass das Tretboot weiter wegfährt? Nein, Locke ist einfach in ein Paralleluniversum gefangen, wo man nämlich, wenn man vorwärts schwimmt, nach hinten gezogen wird. Und die Strömung ist schuld, genau. Das ist wie, wenn Locke im fahrenden Zug zu den anderen laufen würde, aber die Distanz größer wird. Das geht ja nicht. Das funktioniert nur, wenn die... Okay, Leute, mein Essen ist gerade gekommen. Ich gehe ganz kurz hoch mein Essen annehmen und Pipi machen. Bin sofort wieder da. So. Anderen sich mit einer höheren Geschwindigkeit als Locke wegbewegen. Das heißt, die sind mit dem Tretboot von Locke weggefahren. Spaß die Chat, Alter. Gerade 187 Zuschauer und dann gehen hier alle auf Jaus oder was? Moin.
Was, dass ihr so schockiert wart, dass ihr in die Pedalen treten musstet? Und während das passiert ist, ist mein Kopf so viele Sachen durchgerattert. Ich dachte echt, er stirbt. Ich dachte mir echt, ich verliere einen guten Freund. Das ging mir. Nein, du dachtest, ich habe jetzt ein geiles Video wieder gemacht und nice profit. Oder, was viel wahrscheinlicher ist, Leon Mascher, dass du mal wieder gar nichts gedacht hast, weil dein verkackter Kopf nicht zum Denken geeignet ist. Überhaupt nicht. Ja, ja, geil. Mir so nah, ey. Ich wollte ja den Masterplan machen und ich dachte, ich werde jetzt alles abbrechen, ich werde alles wegschmeißen. Weil das will ich, ich will, dass sowas nie wieder mehr passiert. Nie wieder Fake-Videos, wahrscheinlich, oder? Ich habe in meinem ganzen Leben nicht so eine krasse Angst gehabt, weil das Gefühl einfach zu sehen, wie was für ein Bullshit, jetzt noch emotionales Opfer zu machen, so ein Bastard, Alter. Ich könnte also, so wenn er wirklich. Ey, ich könnte meine Pizza gerade wegwerfen, Alter, ich könnte kotzen, wirklich, Mann. Widerlich, Mann, widerlich. Gefahr war, so wie du das ja mega oft beteuerst. Warum bist du dann weggefahren? Und warum hast du das Ganze weiter gefilmt? Nach deiner Aussage zeigst du ja, dass dir das Video zu filmen für die Klicks in dem Moment wichtiger war als ein Menschenleben. Was dich ja, eigentlich ja, noch zu einem ja, viel ja, größeren ja, Abschaum ja, macht, wenn man drüber ja. nachdenkt. Und dann betonst du noch, dass es ein Freund von dir ist. Leon, wer saß doch mal in dem Video, wo es um Klicks über Freundschaft ging, du Hodenkobold? Ach, und wenn wir hier mal gerade bei dem Abschaum... Hat Leon Mascher überhaupt richtige Freunde? Jetzt mal Real Talk. Ich könnte mit Suyam nicht befreundet sein. Schaum sind du und du. Ihr seid alles richtige Wichser. Also zusammengefasst, Leon hat wie immer gelogen und über 4 Videos lang erzählt, wie fassungslos er ist, dass es um Leben und Tod eines Freundes ging und Leon angeblich nicht wusste, ob er das Video hochladen soll. Ist klar, Leon. Aber nicht nur auf YouTube hat er das Thema breitgetreten, sondern auch auf Instagram und Twitter. Da kündigt er einen Tag vor dem Locke-Video an. Hey Freunde, lange ist es her, dass ich was gepostet habe, aber morgen kommt das wichtigste YouTube-Video in meiner ganzen Karriere online. Man sagt, wenn man sich nicht neu erfindet, werden sie dich vergessen. Also mehr Fake-Pranks, perfekt. Ich hoffe, ihr seid alle um 16 Uhr am Start. Hashtag, man sagt, wenn man sich nicht neu erfindet, werden sie dich vergessen. Ey, das Einzige, was hier erfunden wurde, war die ganze Geschichte mit Locke und deine Zuschauer glauben dir deine Lügen auch noch. Der arme Locke, Mann, ich hab so Angst bekommen, wo Locke reingesprungen ist und geschrien hat. Mann, Alter, das ist so unfair diesen Zuschauern gegenüber. Das sind alles junge Leute, die überhaupt nicht abschätzen können, was da passiert. Man. Und mit diesen Gefühlen zu spielen ist einfach nur ehrenlos. Ja. Wer fand das auch so lustig? Der Typ wäre fast ertrunken und du findest das witzig? Schäm dich! Mir tut Locke so leid, ich war so traurig, ich dachte, Locke schafft das nicht! Das war's an der Stelle mit unserer Rente, meine Damen und Herren. Wir haben keinerlei Zukunft mehr in diesem Land und Abfahrt. Schämt euch, es ging um Leben und Tod! Ich hatte richtig Angst wegen Locke! Warum springt Locke ins Wasser und sucht nicht mal sein Handy? Ja. Ernsthaft? Bist du blind? Guck mal genauer hin, denn als er reingesprungen ist, wurde er direkt weggespült! Frag ich mich auch! Wahrscheinlich hat er dann erst gecheckt, dass die Strömung mega stark ist und es arschkalt ist! Das ist doch... Digga, wer braucht Rente mit vielen Immobilien? Weil die Strömung ihn weggezogen hat, kannst du nicht richtig sehen! Oh mein Gott, ich habe so Angst gehabt, dass er ertrinkt! Ich habe immer noch Angst! Er hat immer noch Angst. Nervös. Leute, das funktioniert nicht, Alter. Tut mir leid, also das ist einfach nur noch für mich kopfig. Das ist einfach nur noch für mich Rebecca Wing-Videos. Lass mal übel das nächste machen. Ja, und so weiter. Ihr versteht schon, in welche Richtung das ging. Du bist hier auf allen Ebenen so extrem ekelhaft, sowas zu bringen und als echt zu verkaufen. Vor allen Dingen, weil es halt ein Obdachloser ist, Mann. Ich will wissen, wer dieser Locke ist, Alter. Ich will das wirklich wissen, Mann. Safe hat Leon den ausgenommen. Wer so moralisch verwerflich handelt, der wird auch davor nicht zurückschrecken. Es ist so. Das tat mir richtig weh und das Gefühl werde ich nie wieder mehr los. Ja, deine Community. Aber kurz mal Themawechsel. Wie findest du eigentlich mein Hoodie? Mann, das ganze Ding ist so fresh, Mann. Und wie findest du die limitierten Wackelkarten, die es zu jedem bestellten Merch-Artikel dazu gibt? Es ist krass. Oh mein Gott. Cool, danke. Ich habe alles in der Beschreibung verlinkt. Das nächste. Ich möchte wirklich, dass mal irgendwer investigativ hingeht. Ich habe da leider keine Zeit für. Und herausfindet, wer dieser Locke ist und was Leon dem gezahlt hat. Das wird man ja irgendwie herausfinden können. Bin mir sicher, dass dabei rumgekommen ist, dass Leon diesen Boy komplett ausgenommen hat, Alter. Wie viele Payback-Videos wird es wohl noch geben? Ja, hoffentlich noch eine Menge, Alter. Damit dieser Hund endlich lernt, wo die Grenze ist. So.